Ja, vielen Dank, dass ihr hier heute so wundervoll zahlreich versammelt seid. Ich werde jetzt nicht religiös. Ich begrüße euch jetzt einfach zu der heutigen AK1-Sitzung und eröffne mit dem ersten Tagesordnungspunkt unsere eigenen Anträge. Ich fange einfach mal an. Der Olaf hatte mich gebeten, zu dem Thema Hebammen einen Antrag zu schreiben. Der Antrag hat den Zweck, dass wir uns der Bundesratsinitiative von Schleswig-Holstein anschließen wollen. In Schleswig-Holstein gab es bereits eine positiv abgestimmte Bundesratsinitiative, die darauf hinwirkt, dass auf Bundesebene die Krankenkassenverbände und der Verband der Hebammen sich zusammenzusetzen, um eine Vergütungsordnung zu bearbeiten, die dazu führt, dass Hebammen finanziell besser abgesichert sind oder beziehungsweise überhaupt erstmal eine für Hebammen faire Vergütung herzustellen. Und es soll auf Bundesebene laut dieser Bundesratsinitiative aus Schleswig-Holstein einen Fonds gegründet werden, der zur Absicherung der Berufshaftpflichtversicherung für Hebammen dient. Ja, nochmal kurz irgendwie zu dem Hintergrund. Es ist momentan so, dass sich die Nürnberger Versicherung aus den letzten zwei Versicherungskonsortien am 1. Juli 2015 verabschieden möchte und das jetzt kundgetan hat und es daher jetzt aktuelle prekäre Situation für den Berufsstand der freiberuflichen Hebammen gibt. Also es geht um Hebammen, die freiberuflich tätig sind und Frauen unterstützen, die sich für eine Hausgeburt entschieden haben. Und der Antrag zielt darauf ab, den Berufsstand dieser freiberuflichen Hebammen eben zu erhalten. Vielleicht noch zur Ergänzung, weil mir ist der Fehler passiert. Prekär wird die Lage ab 1. Oktober, weil dann haben wir noch 9 Monate, bis das Geld ausläuft. Das heißt, Hebammen können ab Oktober 2014 keine vollständigen Aufträge mehr annehmen und zusichern, dass sie diese Aufträge auch bis nach der Geburt fertig machen. Von daher muss bis Oktober 2014 eine Lösung gefunden sein oder es gibt praktisch keine Hebammen mehr. Das ist das Problem. Wobei es mit Hebammen, wenn ich jetzt sage, es gibt dann praktisch keine Hebammen mehr, es gibt 2 verschiedene Arten von Hebammen. Es gibt einmal die, die ganz normal im Krankenhaus angestellt sind. Die wird es natürlich weiterhin geben. Das sind, ja, weiß ich nicht, kann man eigentlich auch sagen, das ist eigentlich mehr ein Job, normalerweise der Job der Krankenschwester, jetzt natürlich auf Geburt bezogen im Krankenhaus. Aber es gibt, was dann nicht mehr funktioniert, sind die Heimgeburten, die Hebammen anbieten. Und weil ich da auch zugefragt wurde, weil dann hätten doch Ärzte ein ähnliches Problem. Ja, es geht nicht nur um Ärzte, es geht auch um Gynäkologen, die Heimgeburten anbieten. Die haben genau dasselbe Problem, die Versicherungen explodieren. Bei denen ist es nur meistens so, dass sie das mit einer Mischkalkulation für sich hinkriegen. Also ganz einfach sagen, ist okay, ich biete das an, mache da zwar ein Minusgeschäft in dem Geburtsgeschäft, dafür sind aber die Frauen, sage ich jetzt mal, an mich eher gebunden, bleiben bei mir. Ich habe sie weiterhin als Kunden, wodurch sich das Ganze wieder für einige Ärzte rechnet. Nur unheimlich viele Ärzte steigen auch wieder aus, nachdem sie sich ihre Praxis aufgebaut haben. Also die machen das nur einen bestimmten Zeitraum und dann hören sie mit dem Ganzen auf, weil es sich einfach nicht rechnet, vorne und hinten nicht. Und für Hebammen rechnet es sich natürlich gar nicht. Das jetzt nur nochmal, weil ich auch dazu gefragt wurde, müssten doch Ärzte dasselbe Problem haben. Ja, praktisch haben sie es. Oder theoretisch haben sie es, aber auch praktisch aufgrund der anderen Möglichkeiten zum Dazuverdienen haben sie sie nicht so sehr massiv wie Hebammen.
Ja, ich finde das sehr unterstützenswert. Ich habe das auch aus Eigeninteresse rechtsdogmatisch mal ein bisschen verfolgt. Daher Berufshaftpflicht tangiert eben auch andere Menschen in freier Berufswahl. Und gut, dass du das Beispiel und den Vergleich mit den Ärzten eben auch ansprichst. So nach dem Motto, die könnten ja dann und die betroffen, ja klar, theoretisch, aber das hast du ja ganz gut ausgeführt. Die sind ja in der Anzahl der Personen viel größer und dementsprechend ist das Haftungsrisiko ja viel breiter gestreut. Ja? Und die Tätigkeit ist nochmal sehr singulär bei Hebammen, ne? Bei Ärzten ist die aber nicht singulär. Ich will jetzt keinen falschen Vergleich bringen, aber das wäre ungefähr so wie Rechtsanwälte und wenn es irgendwie einen freien Beruf für Rechtsanwaltsgehilfinnen gäbe, irgendwie sowas. Ne? Ausschlaggebend, und deshalb hatte mich das interessiert, war eben eine Rechtsprechungsänderung und eine Beweislastumkehr, die dann dazu führte, dass quasi bei jeglicher Art von Eingriff und Schaden, in Anführungsstrichen, das Wort Schaden ist ja immer so ein bisschen schwierig in diesem Fall, ne, sollte man auch ein bisschen, also man darf es versicherungsrechtlich, kann man es verwenden, aber manche sagen danach, das ist ein blödes Wort, Schaden in Bezug auf Kinder irgendwie, ne? Ja, aber ich sage es nur deshalb auch klärend dazu, versicherungsrechtlich eben als Schaden zu betrachten und müssen eben dann dafür aufkommen. Ne? Man könnte das übrigens auch anders lösen. Also nicht nur die Fondsgeschichte, das ist jetzt eine Möglichkeit, sozusagen dieser Umweg. Man könnte auch mal ganz klar ins Gesetz reingreifen und sagen, hier, ne, diese Beweislast, die quasi eine Umkehr ist, also sprich, dass die Hebamme das zu leisten hat, das drehen wir jetzt einfach um lieber, ne? Der den Schaden erlitten hat und so weiter, der soll eben dann nachweisen, dass die Handlung eben von der Hebamme ausgeht. Jetzt können wir natürlich in beiden Fällen sagen, es ist ja eigentlich gegen null, ne? Also nämlich den Schaden nachzuweisen, beziehungsweise das geht eben nicht. Und dementsprechend hat man dann irgendwann, als das Urteil kam, gesagt, das wird man dann den Hebammen aufdrücken. Ne? Das war so der Ausgangspunkt, ne? Warum ich mich da auch für interessiert habe, weil wenn das so rechtsdogmatisch erstmal Lehre macht, dann können wir das in vielen Dingen machen und ich weiß nicht, wo das hinläuft. Also selbst wenn das scheitert, sollte man mal drüber nachdenken, das dann noch anders zu lösen. Aber insgesamt finde ich super, dass wir das aufgreifen und sehr unterstützenswert. Lukas, hatte sich erledigt, oder? Nee. Die AG Gesundheit vom Bund hat Ende letzter Woche auch ein Statement zur Hebammenpflicht quasi losgelassen. Ich weiß nicht, hattet ihr das auf dem Schirm? Hat es euch irgendwie erreicht? Ist es mit dem in dem Antrag schon drin? Genau, ne? Okay. Ist zu diesem Thema jetzt ganz klar bedingt zu gebrauchen. Es geht einmal darum, dass Sie die Hebammenpflicht im Kreissaal lassen wollen. Also ein Arzt ohne Hebamme darf im Kreissaal nicht. Das ist einmal der Punkt 1. Der Punkt 2, muss ich ehrlich sagen, finde ich ein bisschen kritisch. Wenn dem so wäre, würden Hebammen nicht nachgefragt. Also da gehen Sie darauf ein, dass eine Hebamme ungefähr im Jahr ungefähr im Durchschnitt fünf Geburten macht. Womit man jetzt aufpassen muss, es gibt viele Hebammen, die bieten gar keine Geburten an. Die sagen, ich mache nur Vorberatung und Nachberatung, alles anderes mache ich sowieso nicht. Jetzt ist nämlich die Frage, ob diese durchschnittlichen 5 dann auf alle sich bezieht oder nur auf die, die auch wirklich Geburten anbieten. Und dann steht da, wer würde schon gerne von einem Arzt operiert werden, der nur 5 Operationen im Jahr macht. Ich sage so, wenn dem so wäre, dass die Frauen das nicht wollen, würden sie das nicht nachfragen und dann wäre die Nachfrage nicht da. Das heißt, die Frauen scheinen es zu wollen. Und von daher finde ich diese Aussage ziemlich schwierig, sage ich es mal so. Also ich finde die Aussage nachvollziehbar, wenn die Zahlen tatsächlich diese sind, dass von den Hebammen, die Hausgeburten machen, im Schnitt jeweils nur 5 Hausgeburten pro Hebamme pro Jahr gemacht werden, ist das tatsächlich sehr wenig. Dein Argument, dass die Leute das dann trotzdem wollen, beruht auch, glaube ich, auf der Tatsache, dass sie halt vorher die Zahlen nicht erfragen. Ne? Wie viel Hausgeburten machen sie denn so pro Jahr? Und sich daraus ein Bild machen, sondern einfach nur, die ist mir sympathisch, der vertraue ich und deswegen mache ich das dann. Aber dieses Argument, dass es ein Eingriff ist, der relativ selten erfolgt und dass man das kritisch sieht, den kann ich nachvollziehen. Den hat man durchaus in anderen Gesundheitsbereichen auch, ne? was halt so Standardoperationen angeht, sei es Schilddrüsen-OP, sei es Blinddarm oder Galle oder sowas.
Da wird bewertet oder Kliniken werden bewertet anhand der Tatsache, wie viele Operationen sie routinemäßig machen, weil man kann davon ausgehen, dass sie dann auch eben mit verschiedensten Komplikationen betraut sind. Ne? Und dann sucht man halt eben ganz gezielt eine Klinik auf, die sich auf so eine Operationsart spezialisiert hat, ne? Weil man weiß, das sind Leute, die sind routiniert, die haben schon verschiedene Komplikationen und Einzelfälle auf dem Tisch und da gehe ich hin. So, und deswegen verstehe ich das. Und da könnte man halt irgendwie, also da müssten sich die Verbände dann irgendwie einigen, dass sie dann durchaus dann zum Beispiel im Rahmen von Transparenz auch dann das irgendwie mitteilungspflichtig machen oder sowas, ne? Dass man dann halt als werdende Mutter die Möglichkeit hat, im Vorfeld zu erfahren, so wie viele Hausgeburten hat die denn schon so. Und das ist nicht die erste. Sag ich so, ich kann die Überlegung auch völlig nachvollziehen. Es ist nur an einer anderen Stelle noch eine Problematik. Einmal die Sache mit der Nachfrage. Dann müsste man, wie gesagt, einmal klären, ob diese 5% für die gelten, die Hausgeburten machen, was ich glaube eine ziemlich niedrige Zahl ist. Deswegen kann ich die auch so ganz nicht nachvollziehen. Werde ich aber sicherlich zumindest hier die Vorsitzende vom Hebammenverband noch mal fragen. Mit der bin ich ja im Kontakt, wie das da aussieht. Der andere Punkt, der mich da eigentlich viel, und da muss ich jetzt wieder sagen, jetzt bin ich wieder Mann, und da wird es schwierig. Ja, wird ganz schwierig. Es ist ein verdammt multifaktorielles, ist eine verdammt multifaktorielle Sache. Das heißt, es ist unheimlich, das Wohlheitsgefühl der Frau ist ein unheimlich wichtiger Faktor für den guten Verlauf der Geburt. Und den kann und will ich nicht. Also sage ich jetzt mal so, ich bin froh an der Stelle vielleicht sogar, dass ich es nicht mal kann. Und den kann ich an der Stelle nicht beurteilen. Ich könnte einer Frau nicht blind, wenn ich sie nicht kenne, irgendeinen Ratschlag in der Richtung geben. Ja, ich habe jetzt mehrere Sachen im Bekanntenkreis mitgegangen. Und das geht von Hausgeburt über Geburtshäuser bis zum Kaiserschnitt. Haben die Frauen für sich immer irgendwie einen eigenen Weg gesucht. Und wahrscheinlich hätte die eine tierisch die Augen verdreht, wenn sie die Lösung der anderen sich angeguckt hätte. Und in dem Moment möchte ich da irgendwie überhaupt gar nicht mehr mitreden, sondern sagen, ist okay, ihr habt die Möglichkeiten, es besteht eine bestimmte Informationspflicht, da gebe ich dann auch wieder recht, die muss natürlich da sein. Aber ab da ist das die Entscheidung der Frau alleine und finde es unheimlich schwierig, da von außen irgendwelche Vorschriften zu machen, was ist gut, was ist moralisch vertretbar und was nicht, aber da wäre jetzt vielleicht dann doch mal vielleicht die gar nicht so falsch, die zwei Frauen hier am Tisch zu hören. Ich muss ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, habe ich etwas zynisch gesagt, bei dem Text waren sicherlich keine Frauen anwesend. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung an der Stelle auch nur zu diesem einen Punkt. Wie gesagt, nachvollziehen kann ich es auch, die Zahl, dass man sagt, 5 ist zu wenig. Ja gut, muss auch nicht. War jetzt nicht zwingend gedacht. Ja, das wird bei der sexuellen Aufklärung ja auch irgendwie vollkommen unterschlagen, dass das... Nee, ja, das auch. Dass das Hexensauerei sein kann und dass Geburt eine Sauerei ist. Dass es da nicht nur um biologische Abläufe geht, sondern auch um Körperflüssigkeiten. Das ist aber als Mann egal. Weißt du? Weil du hast, wenn das Kind da ist, ja, nimmst du das Kind einfach und kannst dich verziehen. Und wenn... Ich führe dich weiter auf. Ich habe jetzt das Bedürfnis, das für den Stream aufzuklären, bevor mir dann wieder irgendwie ein Gate irgendwie angedichtet wird. Ich würde Geburten doof finden. Wer schon mal einen Rettungswagen nachts um 4 Uhr putzen musste nach so einer Geburt, weiß, was für eine Sauerei das ist. Insofern. Alles klar. Herzlich willkommen auf der Nachtgeburt. Ja. Okay, eine Info noch. Direkte Abstimmung im Plenum geplant. Ja klar, ist direkte Abstimmung, weil es gibt nichts. Okay. Wobei, genau, man muss sagen, die Initiative in Schleswig-Holstein ist natürlich von SPD und Grünen. Oh. Ja gut, aber das macht ja meistens Sinn. Ja, aber das ist denen hier ja egal. Das ist denen hier meistens egal. Ja, immer. Ja, aber meistens. Haben die
die denn auch was geplant? Weiß man das? Wir SPD und Grüne? Ich würde das stark vermuten. Die haben jetzt, das wusste Olaf noch nicht, heute früh kamen Mails von unserer Ausschussassistentin beim Frauen- und Gleichstellungsausschuss. Wir haben das bei uns auch als Tagesordnungspunkt drauf. So, let's hurry up. Es gibt eine Anfrage auch im AGS, dass die Ministerin doch jetzt mal sagen soll, was sie sich denkt. Es gibt eine Pressemitteilung der SPD, dass sie es toll findet, die Initiative in Schleswig-Holstein. Und es gibt eine Pressemitteilung vom Ministerium, wo sie eigentlich zumindest auch erzählt, dass sie sie nicht schlecht findet, also, aber jetzt nicht so, dass sie die will, also dass sie sich dem anschließt oder so. Die Aussage gibt es noch nicht. Und schlimmstenfalls, sage ich jetzt mal so, könnte man sich überlegen, könnte passieren, dass nach dem Bericht, dass man sagt, komm, dann ist es nur noch unter Umständen nur noch eine Formsache, weil sie sowieso dann schon gesagt hat, dass sie es unbedingt machen möchte. Aber das weiß man ja jetzt nicht. Das Stand der Dinge. Nein? Ach, das ist immer das vom Joachim. Jetzt weiß ich, warum der das nie hinkriegt. Was soll ich sagen? Wann ist die Sitzung, Frauenausschuss? 10. März, meine ich. Heute ist 10. März. Nee, dann stimmt das nicht. Heute ist 10. März, ja. Ist nee, egal. An dem diese Mittwoch Woche oder nächste Woche? An dem Mittwoch vor unserer Ausschusssitzung. Also nächste Woche, okay. Ja, genau. Wann hatten wir jetzt die neuen Termine für unser Fraktionsmumble? Ja, kann auch sein. Wir haben einen Beschluss gefasst, oder? Nicht öffentlich. Ist egal. Worauf ich hinaus will, ist, ich fände es gut, wenn wir den Antrag frühestmöglich Donnerstag. Ihr wollt den morgen in der Fraktionssitzung dann einreichen und beschließen lassen. Also nicht im Fraktionsmumble, was dann erst ja eine Woche später ist. Genau. Darauf wollte ich hinaus. Ich bin ja ein großer Fan des Fraktionsmumbles und dass wir da unsere Anträge besprechen. Aber aus Gründen fände ich es halt gut, wenn wir den Antrag frühestmöglich beschließen würden. Halt entweder morgen Frasi oder halt Umlauf. Also wenn er morgen in der Fraktion im Grunde nicht drankommt, dann Umlauf. I'm very happy. Ist immer noch an. Echt? Gut. Aus? Jetzt. Wundervoll. Bitte sehr schnell. Also dann ist unser Antrag der erste zu dem Thema und wir können da als erstes quatschen. Das wäre gut. Also bitte echt fix und fixi flotti. Gut. Wie sieht es bei euch aus im Themenbereich, Nico und Sebastian? Im Themenbereich Nico und im Themenbereich Sebastian. Im Themenbereich Sebastian sieht es zu dem Plenum 26., 27., 28. März so aus, dass da nichts geplant ist. Also weder Gesundheit noch Sport noch Integration. Allerdings würde ich das jetzt gerne nutzen, um zu einer weiteren PCB-Initiative, kurz Informationsfluss sicherzustellen, die dann im Mai-Plenum, April-Mai-Plenum starten soll. Könnte man sich dann noch darüber unterhalten. Und zwar Hintergrund der Geschichte ist, dass unser PCB-Antrag am 22. Januar abgelehnt wurde in der vorletzten AGS-Ausschusssitzung. Allerdings gibt es trotzdem noch an vielen Stellen Redebedarf und Aufklärungsbedarf. Also damit sind wir überhaupt nicht zufrieden, wie das bisher abgelaufen ist, obwohl wir den Antrag knapp anderthalb Jahre so in der parlamentarischen Beratung hatten. Vielleicht noch mal ganz kurz, ich glaube, ihr seid zwar alle drin, aber eben
zu der Thematik, also PCB wurde verbaut, wurde dann irgendwann verboten. Dann wurden die Kommunen aufgefordert, die Gebäude, die Schulgebäude insbesondere zu prüfen, zu schauen, ob da alles in Ordnung ist. Laut eigenen Angaben haben sie das gemacht. Also sprich, die Messergebnisse der Schulgebäude liegen alle irgendwo vor und es sind keine Probleme mehr vorhanden. Und der PCB-Skandal ist beendet. So, das ist so der Tenor. Und wenn man dann aber mal in die Nachrichten schaut, Zeitung liest oder so, dann Hagen 2009, Neuss 2012, Euskirchen 2012, Lippstadt 2012, Niedecken 2012, Odenthal 2014, Riedberg 2014, Kirspe 2012. Also es scheint wohl dann doch noch nicht beendet zu sein. So. Aber die Daten liegen ja vor. So, wenn die Daten vorliegen, dann heißt es eigentlich, also jetzt auch für uns, dass wir aufgrund von drei Gründen, sage ich mal, diese Daten unbedingt brauchen. Also ich meine, wir stehen ja nicht umsonst für Transparenz, aber wir haben auch noch wirklich drei harte Gründe, warum diese Daten auch öffentlich zugänglich sein sollten. Und zwar erstens, dass die Betroffenen sich da informieren können, und zwar selbstständig informieren können, dass sie, wenn sie zum Beispiel Kinder mit Immunschwächekrankheiten haben, es kommt auch häufiger vor, dass sie die dann von der Schule nehmen können, eigenständig, ohne dass sie da sich durch irgendwelche Verwaltungsstrukturen kämpfen müssen. So, das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist Lehrkräfte, die in solchen Gebäuden gearbeitet haben. Die müssen nachweisen können, dass sie da drin gearbeitet haben und dass dieses Gebäude auch PCB-belastet war, um dann Rentenansprüche oder Berufskrankheitsansprüche geltend machen zu können, weil sie haben die Beweislast. So. Also da gibt es keine Beweislastumkehr. Die können auch nicht einfach hingehen und sagen, ich messe jetzt mal selbstständig so, kann der Arbeitgeber verbieten. Also brauchen wir diese Daten öffentlich, damit die ihre Ansprüche geltend machen können. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, das Land hat zwar nicht die Aufgabe, diese Gebäude selbstständig zu renovieren, dafür sind die Kommunen zuständig, aber das Land hat die Pflicht, bei erkannten Mängeln, also wenn da eine Messung stattgefunden hat und da Mängel erkannt worden sind, hat das Land die Pflicht, darauf hinzuwirken, dass diese Mängel beseitigt werden. Und das ist eben dieser Dreiklang, und dazu haben wir auch gerade kleine Anfragen vorbereitet, so, oder nochmal eine komplette Breitseite, also da geben wir uns nicht geschlagen, auch wenn die uns noch so viel Steine in den Weg geschmissen haben. Ich würde gerne aus der Sicht des Kommunalpolitischen Ausschusses da was beitragen. Bei uns war der ja auch der Antrag, den wir damals eingebracht hatten. Und er ist ja vor allen Dingen mit schöner Lust und Laune abgelehnt worden, seitens aller Fraktionen übrigens, weil gesagt wurde, naja, der sei ja überholt. Das war wohl tatsächlich so, aber nur eben partiell, nur teilweise. Unter dem Motto 50% dessen, was ihr, liebe Piraten, da reingeschrieben habt in dem Antrag, ist überholt. Das haben wir auch zugegeben und haben wir auch gar nicht groß drum herum geredet. Ja. Aber das war genüsslich der Punkt, warum alle Fraktionen sagen konnten, das lehnen wir ab, nicht noch nicht mal Enthaltung oder so. Ja. Was aber dahinter stand, und das kriegt man so im Kommunalpolitischen Ausschuss relativ zügig mit, schnell mit, das sind natürlich die kommunalen Spitzenverbände. Denn das, was der Sebastian da angesprochen hat, ist eigentlich gar keine Frage dieses Hauses, sondern das ist eigentlich eine Frage der drei Häuser der kommunalen Spitzenverbände, ne, das SCT, das LKT und das STGB. So. Und wenn man dann so im Kommunalpolitischen Ausschuss ist und dann steht da, sitzt da einer und sagt, ja, Daten gibt's, aber nicht von uns, ja, weil wir sind quasi nicht zuständig so als Kommunalabteilung des Innen- und Kommunalministeriums und die anderen, die kommen da nicht so mit raus, aber da haben wir gar keine Einwirkungsmöglichkeiten und so weiter. Da mussten wir uns natürlich so ein bisschen zurückziehen. Klar, wir haben natürlich ein bisschen Sperrfeuer gebracht beim Abstimmungstag da im ARCO. Haben aber auch schon gleich, also der Toso wird das wohl so angedeutet, mehr als angedeutet haben, dass wir da jetzt wieder kommen. Insofern finde ich diesen Antrag vorbereitet durch kleine Anfragen und so weiter, oder der Antrag, der dann vielleicht kommen wird, vorbereitet durch kleine Anfragen jetzt erstmal genau richtig, damit da jetzt
wieder was vorbereitet wird. Ja. Nicht, dass sowohl die Landesregierung sich da rausreden kann und wir dann wieder sowohl im AGS als auch im AKU wieder da sitzen und uns irgendwie so was anhören müssen, so schmunzelnderweise, jetzt müssen wir da leider, ne, und da ist euch mal wieder so ein Fehler unterlaufen und das konnte da wieder nicht richtig schreiben, das ist ja wieder das Übliche. Ne? Piraten können keine Anträge schreiben und können keine kleinen Anfragen schreiben und formal sind sie sowieso zu blöd und so, das kommt ja dann. Ja, das wissen wir. Ne, aber dem sollte man dann, ja, und insofern ist das eine gute Geschichte. Ne? Also freue ich mich schon auf den kommunalpolitischen Ausschuss, also unseren Anteil. Vor allem, was ich noch ergänzen würde, weil ich es ganz schön finde, dass wir uns als Piratenfraktion, scheinbar sind wir jetzt zur Anlaufstelle geworden, eben für Betroffene. Also ich bekomme E-Mails von Lehrern im aktiven Betrieb aus betroffenen Schulen oder von Schulen, die unter Verdacht stehen, die uns dann anschreiben, ne, denen wir dann antworten. Und das ist toll. Also da haben wir tatsächlich ein Thema aufgegriffen, was wir durchaus mutig noch weiter vor uns hertreiben können, weil ich denke, wir finden irgendwann einen Punkt, wie wir die anderen halt eben in die Defensive treiben. Weil die Kommunen haben diese Daten, das Land will diese Daten nicht. Teilweise werden dann die Schulleiter dann halt eben, auf die wird verwiesen. Ja, wenn der Schulleiter das weiß, der kann sich dann ja beim Land melden, ne? Der hat ja die Pflicht. Der Schulleiter wird aber den Teufel tun, weil er damit seine Schule gefährdet. Ne? Und so ist das Land dann halt, kann sagen, also der Schulleiter hat uns nichts gesagt, also ist da auch nichts. Das ist eine unglaublich beschissene Situation für die Leute vor Ort und das trifft tatsächlich einige unserer Kernthemen, da sollten wir weiter dran arbeiten. Insofern vielen Dank an dich, Sebastian, und an dich auch. Ich weiß nicht, wie weit du da jetzt mitgewirkt hast, aber grundsätzlich finde ich toll, das sollten wir auf jeden Fall weitermachen, auch ausschussübergreifend, ne? Auch mit Schule und Weiterbildung, die auch ins Boot ziehen. Ich habe noch eine, die geht jetzt eigentlich vor allem an Nico, ob er das vielleicht auch mal juristisch mal gucken kann. Es gibt ja dieses Informationsfreiheitsgesetz. Das heißt, ich könnte ja auf jeden Fall zumindest, jetzt kannst du mich gleich tausendfach verbessern, ich gehe jetzt einfach mal von meinem juristischen Verständnis und von dem aus, was ich denke. Ich kann natürlich ganz klar, wenn mein Kind auf eine Schule geht, danach fragen, ob diese Schule untersucht worden ist und kriege dafür die Infos. Wie weit kann ich das allgemein für eine Stadt machen? Wie weit kann ich einfach jetzt mal Wuppertal anschreiben und sagen, ich würde gerne mal wissen, welche Gebäude sind alle getestet worden? Habe ich da ein Anrecht drauf, habe ich das nicht? Und wenn, dann wäre es doch einfach ein schönes, da ganz mal Musterbriefe und wirklich alle Kreise oder alle Kommunen mal anzuschreiben mit einem Serienbrief. Ich glaube, die Frage ist, also für mich wäre die gar nicht so, ob das rechtlich möglich ist, sondern ich würde dem aus dem Weg gehen. Genauso wie wir, also dieser rechtlichen Debatte, genauso wie wir bei kleinen Anfragen gelernt haben, wie wir die mittlerweile zu stellen haben und so und diesen Problematiken da aus dem Weg gehen, genauso sollte man das hier eben auch machen, eine Mustergeschichte für wegen mir jede einzelne Schule. Da kannst du doch, kann doch geschrieben werden im Brief. Also das ist ja jetzt kein großer Akt, das Schule X durch Schule Y zu ersetzen. Ich weiß natürlich, klar, wenn man jetzt in einer kreisfreien Stadt oder in einem Kreis mit einem Brief alles abdecken könnte, wäre das natürlich sehr schön. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob dem dann so stattgegeben wird. Also unter dem IFG-Gedanken müsste meines Erachtens beides möglich sein. Aber diese Betroffenheit, die der IFG, also der Informationsfreiheitsgesetz, Antragsteller, so nenne ich ihn jetzt mal, ja, der hat natürlich in der Regel schon nur dann so eine Art Fragebefugnis oder so, wenn es ihn dann zumindest peripher irgendwie selber auch betrifft. Ja, ja das. Ich glaube, ich war zuerst. Kannst du direkt dazu? Ist das okay, wenn der Olaf dazu? Ja, ist okay. Vielleicht hat Ja, weil da kommt nämlich jetzt genau die Sache her. Ich habe mich mit Eltern unterhalten, die wollen alles tun, nur nicht bei ihrer Schule nachfragen. Ich habe jetzt mit mehreren Eltern über das Problem gesprochen und auch eigentlich auch sogar Pirateneltern und gefragt, ob sie denn nicht eventuell für sich, für die Schule das, ne? Nee, nie. Würden sie nicht machen, einfach weil sie haben Angst, die haben Angst darum, dass ihre Kinder Stress auf der Schule kriegen. Und ich meine, es ist nachvollziehbar. Und jetzt dafür, selbst wenn du, ich sage jetzt mal, selbst wenn Piraten sich schon sagen, mache ich nicht, wie willst du Otto Normalverbraucher dazu kriegen, das eventuell zu machen? Und deswegen, gut, das Einzige, was, wenn man ja selber betroffen sein müsste, was mir dann noch einfällt, wären irgendwelche Schulvereine von Eltern oder so, die dann trotzdem wieder in einer anonymisierten, als Proxy auftreten.
Das war auch, daraufhin ging auch die Frage, weil sich leider keiner findet, der das für seine Schule mit seinen Kindern macht. Nee, bestimmt nichts irgendwie Sinnvolles. Ja, ich hab mich insoweit sofort gemeldet. Also, lieber Tose, schön, dass du auch da bist. Wir haben 14.03 Uhr. Herzlich willkommen. Ja, danke. Alles gut, mein Schatz. Zwei Dinge, also hier mit der Betroffenheit oder der Problematik, dass Eltern das möglicherweise nicht selber machen wollen, kann ich vielleicht schon irgendwie nachvollziehen. Ja. Die Frage wäre gerade, und das, deswegen hatte ich mich gerade so reflexmäßig auch gemeldet, bin ich nicht automatisch betroffen? Also wenn mein Sohn übernächstes Jahr eingeschult wird, ja, in eine Grundschule, dann bin ich ja quasi automatisch betroffen, weil ich müsste ja eigentlich von allen Grundschulen wissen wollen, ob da möglicherweise schon entsprechende Untersuchungen stattgefunden haben. Das heißt, ich könnte ja eigentlich diese Betroffenheit nach IFG haben und für Oberhausen anfragen, für meinen Sohn, der halt dann eben in anderthalb Jahren eingeschult wird. Dann hättest du auch diese persönliche Betroffenheit nicht, weil du in dem Moment nicht an der Schule bist, ja, genau. Ne? Sondern möglicherweise nur vielleicht. Also ich werde das mal jetzt nochmal nachschauen, weil es mich jetzt auch dann selber interessiert und dann werde ich dem Olaf Rückstattung geben. Ich wollte eigentlich auch da nochmal kurz ansetzen. Das betrifft ja genau den Punkt 1, den ich angesprochen habe, warum wir wollen, dass die Landesregierung diese Daten veröffentlicht, weil Betroffene sich informieren können müssen. So, das ist der Punkt 1, weil eventuell mein Kind halt eine Immunschwächekrankheit hat, deswegen nehme ich das Kind von Schule A und möchte es auf Schule B bringen. So, da wäre dann auch wieder die Frage, ist jetzt, bin ich betroffen, wenn ich die Information von Schule B haben möchte, weil mein Kind ist ja nur auf Schule A. So, ne? Aber genau diese ganzen Dinge, die wollen wir ja fordern in einem Antrag, wollen denen die um die Ohren hauen und wollen sagen, hey, ihr müsst das bewerkstelligen, ihr müsst da eure Kommunen von mir aus anrufen, zwingen oder zwingen, die Betriebsgenehmigung zu entziehen von dem Haus, bevor ihr nicht sagt, ob das gemessen wurde oder nicht. Also irgendwie sie halt dazu bringen, dass sie diese Daten zur Verfügung stellen und zwar aktiv und nicht so, dass man passiv da also sozusagen danach fragen muss und dann bekommt man sie erst. Und dementsprechend finde ich es natürlich gut, dass man sich da parallel dann selber darum bemüht und sagt, okay, wir wollen das selber machen, wir wollen das auch klären, ob das überhaupt möglich ist so und wollen dann da auch jetzt alle 6.000 irgendwas Schulen anfragen oder alle 396 Gemeinden anfragen. Kann man begleitend machen, so, aber die Forderung muss ja in erster Linie heißen, hey, ihr seid dafür zuständig, ihr müsst das machen, wir wollen, dass ihr das macht. Wenn man dann auch dazu sagen kann, wir haben das schon gemacht, ist natürlich auch gut so, aber muss man immer mit Ressourcen natürlich auch abwägen. Ich muss. Der Lukas wollte was sagen. Achso, genau, der Lukas. Also der Hintergrund ist, man könnte das durchaus unserer Basis halt dieses Instrument in die Hand geben und mal so eine Art How-to schreiben. So, ne? Wie könnt ihr da halt eine organisierte und geplante Aktion zu diesem Thema in eurer Stadt fahren? Irgendwie eine kleine Checkliste, was muss dafür alles getan werden? Ein bisschen zum IFG. Und dann könnten die Leute das auch vor Ort umsetzen, ja, insbesondere halt mit Hinblick auf die Kommunalwahl ist es hier halt auch nicht gerade schlecht, wenn man da halt auch Initiative zeigt und sich solchen Themen annimmt und so würden wir auch gleichzeitig ja Schützenhilfe von Kommunal hier bekommen. Finde ich gut. Der Antrag soll ins nächste Plenum. April, Mai. Also Mai wäre dann anderthalb Wochen. Direkte Abstimmung? Weiß ich nicht. Oder schieben wir den wieder durch die Ausschüsse? Wie gesagt, also ich habe jetzt halt tatsächlich auch den kommunalpolitischen Gedanken dann dahinter. Also wenn man den in die Ausschüsse bringt, hey, okay, dann diskutieren wir das Ding hier halt bis irgendwann mal, auf jeden Fall halt nicht mehr vor der Kommunalwahl. Ne? Also wahrscheinlich wird er noch nicht mal in irgendeinem Ausschuss aufgerufen bis dahin so ungefähr. Wenn man das jetzt wirklich mit einer Aktion oder sowas begleiten will, dass wir auch vor Ort schon in den Kommunen vielleicht Daten erfragen, möglicherweise unsere Basis auch ermutigen, uns dann dementsprechend die Antworten zur Verfügung zu stellen und möglicherweise eine Datenbank erschaffen, die Landesregierung offenbar halt eben nicht erschaffen kann. Ne? Also würden denen einfach so ein bisschen helfen,
Das wäre ja schon ganz witzig, ne? Also zumindest da so einen Start oder sowas vor der Kommunalwahl hinzukriegen. Also insofern Plädoyer auf jeden Fall, das im Prinzip dann direkt wahrscheinlich abstimmen zu lassen, oder? Olaf hatte ich und dann Toso. Erstmal würde ich auch sagen, ja, sofort abstimmen. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt durch eine ganz andere Sache, das sind diese mRSA-Klamotten, ich weiß nicht, inwieweit das mitgekriegt hat, da sind teilweise bei den Gesundheitsbehörden absolute Müllsachen gelaufen, wie die mit den Zahlen umgegangen sind. Wenn sich sowas über die Klamotte herauskriegen lassen würde, wenn wir eigene Anfragen stellen, dass die Kommunen also zum Beispiel teilweise Zahlen gar nicht haben, beziehungsweise tierisch schlampig damit umgegangen sind, ist es noch mal eine andere Sache. Wenn sich das an der Stelle nicht bewahrheiten sollte oder so, wäre ich auch für direkte Abstimmung. Ansonsten ist nämlich dann die Frage, wie groß das wird, wenn man wirklich dann rausfinden sollte, dass die Kommunen, weil dann könnte man es auch wieder mit noch einer anderen Sache zusammentun, nämlich genau mit den mRSA-Sachen, ist auch eine Gesundheitssache. Weil dann zeigt sich, also wenn das schon der zweite Fall ist, wo Staaten miserabel gehalten werden auf kommunaler Ebene, wäre das schon die zweite Sache, die bei den Gesundheitsämtern liegt und die daneben ginge. Und dann müsste man sich überlegen, ob man da nicht eventuell noch mal was Größeres draus macht. Aber ansonsten würde ich dir auch zustimmen, direkte Abstimmung. Ja, also ich bin ebenfalls für direkte Abstimmung, und zwar genau in dieser Vorgehensweise, dass wir jetzt sehr kurzfristig für die kommunalen Vertreter von uns vor Ort einen Fragenkatalog erarbeiten, den die direkt so stellen können an ihre Kommunen und uns zuarbeiten können an der Stelle, sodass wir direkt eine Datenbank befüllen können. Meinetwegen können wir auch jedem, der vor Ort Ansprechpartner sein möchte, da Schreibrecht für irgendeine Datenbank geben, sodass das nicht hier erst zusammengefummelt werden muss. Und dann bitte direkt im Mai-Plenum die Abstimmung dazu. Und zwar konkret. Und zwar ganz klar, dass die kommunalen Spitzenverbände haben sich hier hingestellt bei der PCB-Anhörung im AGS und haben gesagt, ja klar haben unsere Kommunen die Daten alle. Die haben ja alles getestet, was nur ging. Also alles. Aber wir wollen es euch nicht sagen. Also nicht nur die Messwerte wollen sie nicht sagen, sie wollen noch nicht mal sagen, welche Gebäude. Großartig. Ich sag mal, sie haben es verbummelt. Oder sie haben keinen Bock. Oder sie haben halt Angst, dass sich rausstellt, haben wir doch nicht die richtigen Gebäude getestet. Wir hätten nicht das neue Rathaus testen sollen, was wir über EU-Fördergelder erschlichen haben von 2007. Ah, falsches Thema, Entschuldigung. Aber an der Stelle würde ich das so als Single laufen lassen und die mRSA-Geschichte parallel dazu textlich gerne mündlich immer beides zusammen erwähnen. Aber ich würde nicht das eine jetzt vom anderen abhängig machen. Beides tun, ohne es zu stark zu verknüpfen, macht, glaube ich, mehr Sinn an der Stelle. Sonst überfordert das auch schnell. Richtig. Unter Umständen, so wie du es sagst, würde ich sogar dann noch so zweistufig vorgehen. Eventuell traut man sich ja hinterher mal was Größeres für die Gesundheitsbehörden. Das wäre in die Sache gewesen, ja. So. Und das wäre dann blöd, das nicht direkt abzustimmen. Also das wäre doof, das direkt abzustimmen, aber das wäre dann zweistufig. Also klar, das eine auf jeden Fall erstmal vorziehen oder das eine erstmal machen. Genau, abschließend vielleicht noch, also auf jeden Fall direkte Abstimmung, also auf jeden Fall und das als Kampagne in Richtung Kommunalwahlkampf durchziehen. Und mRSA ist auch ein ganz dickes Thema, aber würde ich auch empfehlen, getrennt davon. Aber es ist eine ähnliche Problematik, aber wir sind da jetzt noch nicht der Ansprechpartner, den Lukas da genannt hat, für die Betroffenen sozusagen. Wir müssen das jetzt fahren, wir müssen dieses Thema fahren und noch größer als die Kommunalwahl geht es jetzt gerade aktuell nicht. So, und deswegen das auf jeden Fall so machen. Dankeschön. Wenn es keine weiteren Diskussionsbeiträge zum Thema PCB gibt, würde ich einfach zum nächsten Thema übergehen. Da wollte der Dan eine Rückfrage noch von Toso, bitte. Genau, ich glaube, das war jetzt meinungstechnisch ziemlich eindeutig. Bis wann ist das fertig, sodass wir es an unsere kommunalen Ableger geben können, damit sie uns das zuarbeiten können? Das wäre ASAP schön. Gestern. Ja, der Weißt du und ich, wir haben gerade mal gesprochen, als das Mikro aus war. Und das hat auch einen Grund,
Das nennt sich illegale Parteienfinanzierung. Das mache ich natürlich selbstverständlich freiwillig nach meiner Arbeitszeit. Und, die unterstützen uns während für unsere Fraktionsarbeit. Ja, ja, die unterstützen uns, das ist richtig. Aber ja, wenn wir die unterstützen, was wir ja nicht tun, tue ich das, vor allen Dingen ich, ne, der Sebastian natürlich nicht, weil er ist ja kein Parteimitglied, außerhalb der... Ja, ja, ich das wollte gerade sagen. Ne, außerhalb meiner Arbeitszeit, und der Sebastian ist dann sogar freiwillig von mir eingeladen, ne, wenn ich Kaffee zu trinken oder sonstiges, aber das ist, das war für die Frage hier noch nicht mal indirekt beantwortet, die ihr gestellt habt. Und vielleicht ergänzend noch dazu, also der Antrag ist auf jeden Fall am 2. Mai ist der fertig, und genau. Antragsfreitag, 12 Uhr von mir aus, 2. Mai, ist der drin. Gut, dann gehen wir jetzt zum nächsten Thema über. Es sei denn, es gibt noch wichtige Punkte, die dagegen sprechen. Ich sehe, das ist erstmal nicht der Fall. Der Daniel hat mir vorhin signalisiert, dass er kurz ein, zwei Sätze zu einem weiteren Nur Thema kurz. Sagen wollte. Nur kurz. Herr Dietmar hat sich übrigens eine neue Frisur zugelegt. Ja. Ist aufgefallen. Bisschen schon. Steht dir aber gut. Nein, ich wollte nur kurz aus dem Ausschuss Familie, Kinder und Jugend berichten, was wir da gerade so tun, beziehungsweise versuchen. Tut mir leid, Toso. Also wir machen das gerade, oder wir versuchen das da gerade mit der Jugendpolitik und sowas, und versuchen irgendwie Jugendliche mit einzubeziehen, haben diverse Gespräche geführt in unterschiedlichen Kreisen in den letzten Wochen und Monaten, haben zuletzt eine Gruppe, die wir zufällig hier auf dem Jugendkongress kennengelernt haben, hier in den Landtag eingeladen, haben uns mit denen nochmal ausgetauscht. Es gibt einen ursprünglichen FDP-Antrag, der versucht halt eben Jugend in Landespolitik zu beteiligen oder an Landespolitik teilhaben zu lassen. Und der Antrag läuft jetzt in dieser Wahlperiode schon seit anderthalb Jahren, stammt ursprünglich aber auch schon aus der letzten Wahlperiode, ist da halt nicht abschließend beraten worden. Zwischenzeitlich gibt es ein Gutachten des Parlamentarischen Dienstes dazu, der uns gewisse Wege vorgibt, oder sagen wir mal besser Grenzen vorgibt, was man machen kann und was man nicht machen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Es steht da momentan so ein bisschen die Idee im Raum, das vielleicht in einer Art Unterausschuss oder dergleichen auszulagern, des eigentlichen Ausschusses Familie, Kinder und Jugend. Bitte? 62 Euro. Ja. Also nach 62, Paragraph 62 der Geschäftsordnung, genau. Ich weiß den Paragraphen nicht auswendig, aber das wäre es. Ja. 47 oder 48,2 besteht. Oder 47 oder 48,2. Aber im Prinzip sind die Paragraphen. Ich sag mal gleich was dazu. Was ist 62? Was sind 62 GO? Mach gleich mal zu Ende. Ja, weiß ich nicht. Nachher rede ich mich hier um Kopf und Kragen und du hast nachher so einen Formalfick, weißt du? Ich kenne dich doch. Dietmar eben, ne? Ja, eben. Genau. Also, nee, ich bin eigentlich auch schon fast am Ende. Also das ist gerade so der Weg, den wir prüfen wollen, wo wir jetzt mit den anderen Fraktionen mal sprechen wollen, wie die das so sehen. Also da gibt es noch kein so ganz konkretes Konzept. Fakt ist, wir wollen gerne, dass Jugendliche bzw. junge Menschen tatsächlich hier zu Anträgen äußern können. Eben nicht in Form irgendeiner Verbandsvertretung oder sowas, sondern tatsächlich, dass einfach junge Menschen hier sitzen. Also so junge Menschen wie ich, die einfach sagen können zu irgendeinem Thema, na, ein bisschen noch jüngere Menschen als ich, wollte ich sagen, die sich dann zu bestimmten Themen, die Jugendliche halt eben betreffen, dann dazu äußern können. Ja, mir ist in meiner Eigenschaft als Referent für die Geschäftsordnung eben zugetragen worden, dass es jetzt mehr vermehrt die Idee gibt, Dinge nach 62 GO eben einzustielen. Ich will euch auch gar nicht weiter lange auf die Folter spannen. 62 GO ist eben weitere Gremien. Und möchte hier den Tipp geben, das dort nicht zu machen.
denn, genau wie der Daniel sagte, im Bereich Unterausschuss in den UAs laufen zu lassen. Die UAs haben eine andere Stellung als einen Ausschuss, also was ist ja auch Unterausschuss, aber sie sind dem wesentlich wesensverwandter als weitere Gremien im Sinne von 62. Wir haben mit 62 GO jetzt zum ersten Mal Erfahrungen gemacht und machen sie weiterhin. Da das ein vertrauliches Gremium ist, darf ich daraus nicht sprechen. Ich darf noch nicht mal sprechen, eigentlich, ob es da Probleme gibt oder nicht. Ja, kann sich jeder selber irgendwie überlegen. Aber ich sage einfach mal, denn das soll nicht das einzige Mal bleiben. Deshalb mache ich das so allgemein auch für andere Leute, die im parlamentarischen Verfahren jetzt sind, bei anderen kleineren expliziten Sachgegenständen, die sie besprochen haben wollen, das bloß nicht in diese 62er-Geschichte laufen zu lassen. Ja? Weil das ist so das ist Ende der Transparenz. Sag ich einfach mal so, ne? Gebe ich jedem nur die 62 GO an die Hand, der soll das einmal durchlesen und sich dann durchlesen, was für Möglichkeiten man dort hat im Verhältnis zu anderen Ausschüssen und Gremien. Ja? Deshalb, wenn ihr die Leute mitreden lassen wollt und das auch einem größeren Publikum zuteil werden lassen möchtet, dann bitte in Richtung UA oder wie auch immer ja, wie gesagt, es kommen auch manchmal werden so Informationen an einen rangetragen, da heißt es dann, hey, das könnte demnächst übrigens für die Kinder und die Jugendliche, ich habe da was gehört, sie machen das ja da mit der GO, den 62er, was halten Sie denn davon und so weiter. Und dann nimmt man das so auf und denkt so, nee, das machen wir nicht so. Also hoffentlich macht unsere Fraktion das nicht so, wie die andere Fraktion das sieht, weiß ich nicht, ja. Ja, danke für den Hinweis, Nico. Also ich habe jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, was 62 GO ist. Ne? So viel GO-Ficker bin ich ja dann auch nicht. Aber der Hinweis ist natürlich absolut richtig. Und ich für mich habe mir da auch ein abschließendes Urteil erlaubt zu bilden, dass das für uns in dem Fall keinesfalls in Frage kommt. Ich würde sogar erweiternd sagen, das kommt für uns in gar keinem Fall mehr in Frage, was den Landtag betrifft, weil wir, glaube ich, jetzt mehrfach schon gesehen haben, dass das irgendwie mindestens schwierig ist mit diesen weiteren Gremien. Ne? Also insofern, ja, der Hinweis ist wichtig, den sollten wir tatsächlich auch insgesamt einfach nochmal in die Fraktionen bringen, falls das noch nicht so bei jedem angekommen ist, welche Nachteile das Ding halt möglicherweise hat. Aber bei uns ist hier wirklich die Intention, ja, zu sagen, wir wollen da ein möglichst offizielles Gremium im Prinzip schaffen. Und das erreiche ich im Endeffekt, glaube ich, am besten über diesen Unterausschuss. Theoretisch ist das, was uns da im Kopf vorschwebt, auch in dem normalen Ausschuss möglich, ne, dass wir jedes Mal halt eben diese jungen Menschen dazu einladen. Hätte aber da immer wieder den Nachteil, die würden möglicherweise zu einer Sitzung kommen, wo einfach deren Themen gar nicht besprochen werden. Ne, das ist immer so ein bisschen blödsinnig halt eigentlich. Deswegen glaube ich, ist das sauberer, das wirklich in einem reinen Unterausschuss dann laufen zu lassen. Aber da werden wir jetzt mal sehen, was die anderen Fraktionen davon halten. Ist ja auch immer so ein bisschen mehr Aufwand und mehr Arbeit, die sich aber, glaube ich, in dem Fall dann lohnt. Nicht, dass ich hier falsch verstanden werde, deshalb sage ich das auch ganz explizit, weil wir werden ja auch immer aufgezeichnet. Wenn sich so ein weiteres Gremium nach 62 GO eben bildet oder es sich antut, sich zu bilden, also antun im Sinne, es wird demnächst mal kommen, weil eben eine Fraktion das beantragt hat und der Ältestenrat dann und mit 2/3 Mehrheit und so weiter, dann muss die Fraktion natürlich für sich immer selbst im Einzelfall entscheiden, ob sie dem dann Rechnung trägt, indem sie da mitmacht oder so. Das ist eine andere Geschichte. Das muss man auch immer im Einzelfall eben sehen. Ich bin nicht grundsätzlich gegen diese 62er-Geschichten, aber also bei anderen Fraktionen kann man es quasi gar nicht verhindern. Aber wenn es von einem selber kommt, wenn es von unserer Piratenfraktion kommt, dann ist das Instrumentarium des 62er eben nicht so meines Erachtens geeignet. Ja, man könnte auch sagen, es ist ungeeignet. Wer diese Meinung vertritt, das kann ich auch ganz gut nachvollziehen. Das eben nur allgemein. Ich bin nicht grundsätzlich gegen
gegen 62, weil wenn er da ist, wenn diese Arbeitsgruppe da ist, dann muss man eben sehen, wie man damit zurechtkommt. Ne? Manchmal macht es auch Sinn, daran teilzunehmen, aber bei anderen Situationen, die von uns selbst getragen sind, bitte darauf eher verzichten. Ich muss noch mal eben zwischenhaken. Ich habe das vorhin schon versucht anzusprechen. Also es geht da um Paragraph 47 oder 48, um jetzt mal ein bisschen klarer zu werden als 62 GU. Dieser Paragraph hat den schönen Titel Einsetzung und im Absatz 2 steht da, dass ein Ausschuss einen Unterausschuss bestimmen darf. Und darüber wollen wir das gerne geregelt haben bisher. Dazu brauchen wir natürlich das Einverständnis einer Mehrheit im Ausschuss und das müssen wir noch herstellen. So, jetzt wollte der Togo. Das war die Grundfrage. Ich wollte jetzt wissen, ob es ein sonstiges Gremium werden soll oder nicht. Es freut mich immer, wenn ich hell sehen kann und Fragen schon im Vorhinein bearbeiten kann. Ja, wundervoll. Okay, haben wir noch weitere parlamentarische Initiativen, politische Themen oder wichtige Dinge auf dem Schirm, die wir jetzt besprechen müssen? Der Olaf. Ja, ein Begriff ist ja vorhin schon hier gefallen. Es gibt noch zwei Sachen dran aus dem Gesundheitsbereich, die ich jetzt sehr wichtig finde. Das eine ist durch Zufall mehr auf die Tagesordnung gekommen, und zwar das Ganze nennt sich FEM, freiheitsentziehende Maßnahmen, und da geht es vor allem um freiheitsentziehende Maßnahmen in Pflegeheimen. Das ist durch Zufall hier im Landtag auf die Tagesordnung gekommen, weil sich die Pflegeheime gegen eine sogenannte Anti-Folter-Stelle, die von der UNO aus eingesetzt werden muss, aufregen derzeit, obwohl die hier in Nordrhein-Westfalen praktisch gar nicht für die Heime zuständig ist. Allerdings gab es daraufhin eine etwas härtere verbale Auseinandersetzung im Ausschuss mit Frau Steffens. Und ich habe jetzt mal ein paar Zahlen abgefragt. Und das Erste, was mir jetzt da schon komisch vorkam, deswegen bleibe ich auf jeden Fall an der Sache dran. 2 Oberlandesgerichtsbezirke haben keine 3.000, also irgendwie zwischen 1.000 und 1.900 ist, glaube ich, einmal dabei und ansonsten liegen die alle über 2.000 Anträge für freiheitsentziehende Maßnahmen und ein, und zwar der Gerichtsbezirks, was war das nochmal, Hamm, 12.000. Ja, also nur eine Sache, das heißt jetzt noch nicht viel, ich meine, jetzt muss man eins wissen, es kann sogar sein, dass es dort humaner zugeht, weil, jetzt gibt es was ganz Blödes, Leute einfach auf den Boden zu legen, ist keine freiheitsentziehende Maßnahme. Das heißt, ich brauche keinen Antrag dafür, kann aber im Grunde unwürdiger für die Menschen sein. Nur jetzt mal als Beispiel. Wenn ich die Menschen jetzt allerdings in ein Bett bringe und ein Gitter davor mache, damit sie nicht aus dem Bett fallen, ist es eine freiheitsentziehende Maßnahme. Das heißt, man muss dem noch nachgehen. Nur diese Diskrepanz finde ich schon hart. Von 2.000 bis 3.000 zu 12.000 im selben Oberland, also in verschiedenen Oberlandesgerichtsbezirken. Tiefer konnten sie mir die Zahlen leider nicht aufsplitten. Und selbst das ist schon eine Freundlichkeit gewesen. Hätte ich das mit einer kleinen Anfrage gemacht, hätten sie mir gesagt, die Zahlen haben wir nicht. So habe ich sie jetzt zumindest mal auf Oberlandesgerichtsbezirksebene aufgeschlüsselt bekommen. Also die freiheitsentziehenden Maßnahmen laufen ja von dem jeweils zuständigen Amtsgericht. Und in dem Amtsgericht, ich weiß das selbst aus meiner Praxis, gibt es eben manchmal so eine Konzentration von Kliniken, was auch immer. Und da wird am Tag, ne, geht das so. Also da kommt der Richter und so. So, und dann gibt es eben, was weiß ich, da gibt es einen Amtsgerichtsbezirk, das ist mitten in der Stadt oder sowas, da gibt es sowas quasi gar nicht. Ja, da gibt es eben sowas nicht. Ja, und dementsprechend würde ich auch die Diskrepanz OLG Hamm zu, also Oberlandesgerichtsbezirk Hamm zu Köln und Düsseldorf. Das eine ist eben ganz Westfalen plus Essen sogar, das ist eben Hamm. Und dann hast du jeweils Düsseldorf und Köln mit einer viel größeren Stadtstruktur, ja, wo jetzt große Landeskliniken auf dem Dorf, in Anführungsstrichen, im Wald oder auf dem Feld oder eben nicht der Fall sind. Da würde ich wirklich immer gucken. Also es ist natürlich erstmal, sieht komisch aus, ne, wenn die 5- bis 6-, 7-fache Menge an freiheitsentziehenden Maßnahmen da beantragt und dann auch genehmigt worden sind,
Aber ein sehr, sehr bitte wirklich nach dem Einzelfall schauen. Das wird sicher Gründe haben. Ganz klar. Ich wollte ja, das hatte ich auch vorhin schon mal gesagt, ich möchte überhaupt noch keine Aussage dazu machen, ob es eventuell nicht in Hamm sogar besser läuft aufgrund der höheren Zahlen als woanders. Das muss man sich sehr genau angucken. Ich wollte nur sagen, dass ich aufgrund dieser Zahlen an der Sache dranbleibe. Mehr habe ich jetzt erstmal noch gar nicht. Genau das kommt nämlich jetzt dazu. Für wie viele Heime sind die zuständig? Wie groß sind die Bevölkerung? Das habe ich alles noch nicht. Das war jetzt nur die erste Zahlen, die ich hatte und die fand ich schon sehr, ja zumindest man sollte weiter gucken. Kann sein, dass sich das Ganze in Luft auflöst. Und der zweite Punkt, den ich noch... Nee, Moment, der Toso wollte was sagen und dann der Sebastian, ich glaube, zu dem Thema. Und ich bitte euch, ein kleines bisschen die Zeit im Auge zu halten. Ja, ich habe eine Rückfrage an den Sachverständigen. Entschuldigung. Nee, richtig, du nicht. Olaf, du sagtest, du hättest die Zahlen abgefragt. Es gibt doch meines Wissens ein Muster oder so ein Pilotprojekt fixierungsfreies Pflegeheim oder fixierungsfreies Altenheim. Erstmal, wie läuft das zurzeit? Ist das jetzt schon mit so ein bisschen eingepreist? Und zweitens, was sagt uns das über die anderen Heime? Puh, jetzt ein klein wenig ausholen. Ich versuche es mal schnell zusammenzufassen. In den Anfang der Nullerjahre dieses Jahrhunderts haben sich irgendwie Richter auf den Weg gemacht und haben gesagt, es ist Mist. Das Ganze hat in Garmisch-Partenkirchen angefangen und dazu ist auch ein Konzept entwickelt worden, das sich Werdenfelser Weg nennt. Das ist eine relativ komplexe Sache, da muss mit ganz vielen Sachverständigen wird jeder Einzelfall alleine entschieden. Und das sind auch die Modellprojekte mehr oder weniger. Und das sind deswegen die Modellprojekte, weil die Gerichte das entscheiden, ob sie sich diesem Weg anschließen oder ob sie es nicht tun. Und in Nordrhein-Westfalen sind es 20 von 74 Bezirke, die diesen Weg gehen. Wenn dieser Weg gegangen wird, kannst du es erstmal sagen, kann man noch was an der Umsetzung haben. Der Weg selber ist derzeit schlecht zu kritisieren, weil es wirklich somit das Beste ist, was du machen kannst. Klar muss sich das weiter für die Zukunft entwickeln und hat auch sicherlich noch Macken oder so. Aber wenn man das schon macht, weil da ist zum Beispiel eine Person bei, die der Anwalt des zu Pflegenden ist. Das hast du in anderen Amtsgerichtsbezirken nicht. Ja? Und da ist zum Beispiel, das gehört auch dazu, dass es also nicht mal die Hälfte, also knapp ein Drittel der Amtsgerichtsbezirke hier in Nordrhein-Westfalen überhaupt machen. Teilweise interessiert die das gar nicht. Also O-Ton von einem Richter, wehrt der Mensch sich? Nein, dann ist er damit einverstanden. Der Mensch ist zwar dement und kann auch gar nicht mehr reden, aber das ist dann auch O-Ton von einem Richter aus Nordrhein-Westfalen, während du an einer anderen Stelle tierischen Stress hast und tierisch viel Theater machen musst, wenn du sowas in einem Heim machen möchtest, was ich gut finde. Und da geht es auch nochmal in die Richtung. Und der Sebastian. Genau, noch als ganz kleine Ergänzung dazu. Also ich hatte mich an das Ministerium ja gewandt. Wir haben ja keine kleine Anfrage daraus gemacht, sondern wir haben aufgrund dieser Ausschusssitzung da eben nochmal nachgehakt und die haben uns das dann zur Verfügung gestellt, ungefähr in der Frist von 4 Wochen. Also es war ungefähr die kleine Anfrage dann, aber eben so aus Goodwill-Aspekten her kann man ja fast schon sagen. Also ich denke nicht, dass da gemauert wird. Aber diese Zahl ist eben schon bedenklich und da sollte man auf jeden Fall vielleicht jetzt nochmal härter nachfragen und genauer nachfragen. Und eben dieser Werdenfelser Weg, der ist halt sehr personalintensiv. Der Richter muss kommen, muss schauen, muss, also das handhabt natürlich jeder selbst. Also den Arbeitsaufwand, den sich ein Richter selbst macht, bestimmt er auch selbst. So, ne? Und dass dann halt nur 20 von 70 das machen, ist dann auch in dem Rahmen nachzuvollziehen. Nicht zu verstehen, aber nachzuvollziehen. Und deswegen ist da auf jeden Fall das der richtige Weg, da weiterzumachen. Ne? Gut. Und der nächste Punkt, wo ich auch noch sehr stark dran bin, ist diese Sache, das heißt immer MRSA und es wird auch immer nur MRSA genannt. Es sind alle multiresistenten Keime und alle Probleme damit gemeint. MRSA ist eins davon. Wer Presse gelesen hat, weiß, dass es jetzt wieder ziemlich hochgekocht ist in der Presse. In Duisburg muss es wohl ziemlich katastrophal sein. Duisburg hat die höchsten Zahlen überhaupt von Nordrhein-Westfalen, auch pro Kopf der Bevölkerung gerechnet. Und das kam eben noch dazu,
die haben zum Beispiel von 75 Fällen 25 einfach mal nicht weitergemeldet. Das ist der Presse dann hinterher aufgefallen, weil da irgendwelche Zahlen nicht übereinstimmten. Von vielen Patienten hat Duisburg überhaupt keine Akten mehr. Und aufgrund von den, wie ich weiß, allgemein, wie das Problem gehalten wird, glaube ich nicht, dass das Einzelfälle sind. Einzelfälle im so Sinn, dem Sinne, dass Duisburg die absolute Ausnahme ist. Ich glaube, dass es schon Städte gibt, wo das richtig gut läuft und auch sauber läuft. Aber ich komme mit vielen, auch mit den Statistiken, die Zahlen spiegeln nicht das wider, was die Leute vor Ort zum Teil empfinden, muss ich mal so sagen. Ich habe mich teilweise mit Leuten, die natürlich keine Zahlen, keine Statistikzahlen haben, aber wenn ich alleine mir schon überlege, wie viele Fälle meine Frau aus dem Krankenhaus wiederbekommt, die nachdem sie wiederkommen ins Altenheim MRSA haben, dann können die Zahlen, die dort stehen, nicht so ganz stimmen. Auch für andere Städte nicht. Und das wäre jetzt einfach nur meine Sache, dem auch weiter nachzugehen. Dafür bin ich auch drauf, eventuell danach nochmal eine kleine Anfrage und so zu kommen. Es kommt aber jetzt auf jeden Fall erstmal einen Bericht am 19. im Ausschuss dazu. Und da möchte ich auch eigentlich ganz gerne dranbleiben, weil das ist ein Thema, was mich auch so sehr von der Thematik her sehr, sehr interessiert. Und es hat unter Umständen wirklich wieder dieselbe Sache, weil es wird hier auf kommunaler Ebene unheimlich gemauert. Es ist gar nicht mal so sehr, dass auf Landesebene gemauert wird, sondern die Kommunen wollen die Zahlen nicht nach außen geben. Auch wieder verständlich ist das Problem, ich beschmutze mir mein Nest nicht. Ja, ich kann ja nicht zugeben, dass ich hier ganz viele MRSA-Herde bei mir in der Kommune habe, wäre scheiße. Die Politik will ich nicht haben. Verständlich für die Leute in den Kommunen, ist trotzdem scheiße für die Leute vor Ort. Danke, Olaf. Der Lukas möchte was sagen und der Toso hat vorhin auch irgendwie signalisiert, dass er was sagen wollte. Also wenn ihr da in Zukunft auch dran arbeitet, könnt ihr mich auch gerne fragen, mit ins Boot nehmen. Ich bin ja quasi Desinfektor, habe da so eine staatliche Ausbildung gemacht und kenne mich mit dem Kram relativ gut aus. Hört sich geil an, oder? Eigentlich ist er selber MRSA. Vielleicht bin ich sogar Träger des oder MSA-Träger. Es gibt Statistiken, die sagen, jeder 10. gesunde Mensch ist eben Träger von MSA. Das heißt, ihr könnt mal durchzählen. Ist im Grunde genommen halt eben ein Bakterium, welches bei meisten von uns auf der Haut vorkommt, aber halt eben nur bei Wunden oder halt postoperativen Öffnungen und so weiter sich dort ansiedelt und schwer bekämpfbar ist und eben Resistenzen gegen ein Antibiotikum da herausgebildet hat. Mit den Statistiken, da gibt es auch viele, viele Probleme und es gibt verschiedene Arten der MSA-Infektionen, Schleimhäute oder halt eben Wundinfektionen und so weiter und so weiter. Toso langweilt sich. Ich mache da gerne mit, kann da bestimmt noch einiges erzählen, habe da auch ein paar gute Kontakte und ja, so, das war's. Bevor der Toso jetzt schnarchend umkippt. Nochmal anschalten. Jetzt darf ich? Darf ich? Okay, danke. Danke, Lukas. Du hattest eben nochmal gefragt, was die anderen Arbeitsbereiche noch so in nächster Zeit einbringen wollen. Wir haben da noch zwei, drei Dinge. Zum einen möchten wir jetzt gerne mal rauskriegen, wie viel sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnisse denn auf Verwaltungsebene hier im Land noch vorhanden sind oder noch geschlossen werden. Weil eigentlich lehnt die SPD das als Landes-SPD ab, sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnisse. Wenn man das auf Bundesebene jetzt nicht zügig geändert kriegt, heißt das ja nicht, dass man das auf Landesebene machen muss. Nicht alles, was in dem Gesetz erlaubt ist, muss man ja durchziehen. An der Stelle werden wir jetzt also eine kleine Anfrage machen. Je nach Ergebnis wird das dann halt in einem Antrag landen, dass der Landtag die Landesregierung auffordert, sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnisse nicht mehr abzuschließen, sondern die umzuwandeln in unbefristete Arbeitsverhältnisse, selbstverständlich.
Zweiter Punkt ist, den ich aus dem, von dem Landesparteitag mal mitgenommen habe, den wir jetzt noch ein bisschen ausweiten müssen. Das dauert noch ein bisschen, wahrscheinlich bis nach der Sommerpause. Geht es um Informationen zu personenbezogenen Daten, erstmal in Jobcentern und bei der Bundesagentur. Wenn dort Daten gespeichert werden, müsste unserer Meinung nach eigentlich auch mitgespeichert werden, wer darauf zugreift, auf diese Daten. Und dann müsste dem Kunden, in Anführungsstrichen, wie er denn so nett heißt, da bei den Jobcentern und bei der BA, auch einmal im Jahr mindestens mitgeteilt werden, nicht nur welche Daten da gespeichert sind, sondern auch wer darauf zugegriffen. Ne? Zumindest die Möglichkeit eingeräumt wird, nachzuschauen, wer eben da... Genau. Worauf mich das Ganze dann natürlich gebracht hat, ist, warum soll man das auf Jobcenter und BA beschränken? Eigentlich müsste ich das Recht haben zu wissen, von jedem, der über mich personenbezogene Daten gespeichert hat, wer greift denn da so im Laufe des Jahres mal drauf zu? Bei meiner Versicherung zum Beispiel. Wäre gar nicht schlimm, wenn die DBK auch mal raustun würde. Ach, schon gut. Entschuldigung. Allgemein, wir nehmen was anderes. Wir sagen mal so einen Rettungsdienst oder so. Die Richtung geht es auf jeden Fall. Ich bin jetzt raus. Ja, gutes Stichwort, Nico. Ich denke, das war eine sehr schöne AK1-Sitzung. Wir haben... Ja, jetzt ist es zu spät. ich wollte euch noch hinweisen auf unser kommendes Mumble am 20. März. Das ist ein Donnerstag. Abends mumbeln wir wieder zu den Anträgen, die von den anderen Fraktionen im Plenum in unserem Themenbereich gestellt werden. Ich werde euch noch mal mit einer Mail darauf hinweisen und noch mal einladen und bedanke mich für die heutige Aufmerksamkeit.